ist dein Main Goal Day 2 zu erreichen? Ja, was ist eigentlich mein Ziel für die Weltmeisterschaften? Ich glaube, ich habe mir dieses Ziel jetzt auch relativ safe sozusagen gemacht. Also ich weiß jetzt auch viel mehr, also habe Klarheit bekommen, was will ich eigentlich erreichen? Denn natürlich, ich gehe zu einem Pokémon-Turnier, um zu gewinnen. Habe ich schon mal eine Regionalmeisterschaft, eine Internationalmeisterschaft gewonnen? Nein. Habe ich an denen schon teilgenommen? Ja. Habe ich mit den Gedanken teilgenommen, ich möchte das Ganze gewinnen und ich gebe mein Bestes, um zu gewinnen? Klar. Also, ja, ich habe es bisher noch nicht geschafft. So, ich habe aber Lokalturniere gewonnen. Ich habe Challenge letztens gewonnen. War jetzt nicht super viele Leute, ne? 10 Leute, aber trotzdem muss man auch erstmal schaffen. Premier Challenge mit Season Showdown habe ich auch gewonnen. So, auch größere Turniere, alles cool, dies, das. Aber natürlich habe ich noch kein riesiges Turnier gewonnen. Heißt das, dass es 0% Chance gibt, dass ich Worlds gewinne? Nö. Jede Person, die auf Worlds ist, hat auch eine Chance, Worlds zu gewinnen. Also, die Chance kann 0,00001% sein, aber die Chance ist da für jede Person, die auf den Weltmeisterschaften ist, auch die Worlds zu gewinnen. Außer man nimmt Cosmog mit. Gut. Dann vielleicht eher weniger. Aber ich glaube, niemand nimmt Cosmog mit. Das heißt, jede Person hat eine Chance. Gut. Das bedeutet an sich ja schon mal, ich gehe dahin mit dem Gedanken, ich möchte Worlds gewinnen. Klar, also alle wollen auch irgendwie, also nicht jede Person geht mit dem Gedanken auch rein, ich werde Worlds gewinnen oder sozusagen, also die Wahrscheinlichkeit ist super hoch, aber so, man spielt ja auch Worlds nicht einfach nur, ums zu spielen. Glaube ich zumindest, größtenteils. So, das heißt, da sind 500 Leute oder so oder mehr, die da hingehen mit dem Gedanken, ich möchte Worlds gewinnen und ich bin einer davon und da sind die Besten der Besten, die quasi alle schon Worlds gespielt, also schon viele davon haben Worlds gespielt und sind manchmal sogar nicht mal in die Nähe gekommen oder haben es selber noch nie geschafft, obwohl sie krass sind oder schon viel in ihrem Leben gewonnen haben. Also wer bin ich zu sagen, so ich kann Worlds gewinnen. Aber ich glaube trotzdem an mich und ich glaube, egal wie klein die Chance ist, dass ich am Ende im Finale stehen kann. Und so ein bisschen muss man da an sich glauben. Und ich weiß auch realistisch gesehen, dass die Chance super gering ist. Aber deswegen habe ich nichts zu verlieren. Ich bin nicht enttäuscht, wenn ich am Ende nicht im Finale stehe oder wenn ich am Ende nicht den Cut erreiche. Ich bin natürlich nicht glücklich sozusagen, wenn ich nicht den Cut erreiche als Beispiel. Aber ich habe mir gesagt, mein Ziel ist folgendes. Wenn man das beziffern würde, ist ein Ziel natürlich Day 2. Day 2 bedeutet, ich muss 6 von 8 Runden gewinnen an Day 1. Wenn je nachdem, wie viele Leute wir sind, ne, ob wir 513 und mehr sind oder weniger, kommt wie gesagt ein bisschen darauf an. Aber das würde dann bedeuten, Day 1 8 Runden, davon muss man 6 gewinnen. Dann ist man Day 2, dann spielt man nochmal 3 Runden. Und alle, die 9-2 oder besser sind, gehen am Ende des Tages in den Cut. Das heißt, Day 2 ist das Ziel, das Mindestziel. Oder nicht das Mindestziel, aber das Ziel, womit ich schon sehr happy bin, das zu erreichen. Wenn ich dann aber Day 2 bin, möchte ich natürlich auch den Cut erreichen. Das heißt, beziffert Day 2, dann ist schon echt so krass. Ich habe Worlds Day 2 das allererste Mal erreicht, auf meinem allerersten Worlds. Und dann ist Cut so ein krasser, krasser Bonus. Und alles darüber hinaus ist krasser, krasser Bonus. Aber Day 2 an sich ist schon natürlich ein Bonus, könnte man sagen, weil kann man auch nicht einfach erwarten, 6 von 8 Runden am ersten Tag zu gewinnen. Viele gute Leute werden es natürlich nicht schaffen. Ne? Also viele Leute, die vielleicht schon mal da ganz oben waren. So, das ist also die eine Sache. Wenn wir es beziffern, das ist mein Ziel auf den Weltmeisterschaften, okay. Ich habe mir aber ein anderes Ziel gesetzt und deswegen habe ich mir auch diese Entscheidung mit Samazenta, Koraidon dann am Ende des Tages so, ja, gegeben oder ich habe mich halt so entschieden, weil ich möchte auf den Weltmeisterschaften spielen und am Ende nichts bereuen. Ich möchte so spielen können, dass ich am Ende nichts bereue. Ich möchte das Gefühl haben, ich habe mein Bestes gegeben, besser ging es nicht, das war meine beste Performance die ganze Saison. Es kann sein, dass ich die ersten 3 Runden verliere, raus bin aus dem Turnier, aber mir trotzdem denke, das waren die besten Pokémon-Games, die ich je gespielt habe in meinem Leben. Und natürlich wäre ich enttäuscht, wenn ich 0-3 gehe, aber wenn ich trotzdem weiß, das war das Beste, was ich je gespielt habe und das war mein Peak und ich bin einfach nicht besser, dann bin ich natürlich enttäuscht, dass ich nicht besser war,
aber ich bin trotzdem glücklich darüber, dass ich an meinem Besten gespielt habe. Schlimmer wäre es eher, wenn ich nicht da performe. Wenn ich weiß, ich hätte besser sein können. Ich war es aber nicht. Und das sozusagen quasi komplett auf mich zurückzuführen ist. Und deswegen ist mein Ziel, ich möchte am Ende des Tages stolz auf meine Leistung sein. Und wenn ich stolz sein kann, dann ist alles andere, was danach kommt, an sich Bonus. Und trotzdem bin ich ehrgeizig. Ich bin jemand, der, ich möchte es weit schaffen. Ich möchte natürlich diesen Big Finish. Bro, man ist auf den Pokémon-Weltmeisterschaften. Na klar, willst du da ganz nach oben hin. Und natürlich wäre ich enttäuscht, wenn ich es nicht hinschaffe. Klar, also Enttäuschung, dass man zählt ist oder so, das ist ja auch okay. Aber ich glaube dann, wenn ich dann darauf irgendwann zurückblicke, werde ich nie wirklich enttäuscht von mir sein, egal wie ich performen werde. Also so beziffert, ne, platzierungsmäßig. Solange ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe mein Bestes gespielt. Also ich habe nicht nur einfach versucht, mein Bestes zu geben, also mein Bestes zu spielen, sondern ich habe auch mein Bestes gespielt. Aber die Gegner waren dann einfach besser. Das kann passieren. Muss nicht passieren, wird hoffentlich nicht passieren. Ich hoffe, ich bin dann einfach immer der Bessere. Aber das ist halt das Ding, genau. Was heißt Peak schon erklommen? Ich glaube auch nicht, dass jetzt gerade, oder sagen wir mal Worlds dann in 2,5 Wochen, dass das dann ein Peak-Peak ist, dass ich danach nie wieder besser sein werde. Ich hoffe, ich spiele in 3,5 Wochen an meinem Peak. Das hoffe ich sehr. Mein aktueller Peak. Aber mein aktueller Peak jetzt ist ein anderer von einem halben Jahr, von einem Jahr, vor 2 Jahren gewesen und wird hoffentlich in einem halben Jahr auch noch mal weiter oben sein. Das ist natürlich das Ziel, dass du quasi dich konstant verbesserst. Und ich werde auf jeden Fall Regionals nächste Saison spielen. Das heißt, also ist zumindest der Plan. Das heißt, wenn ich jetzt World spiele, dann ist das hoffentlich nicht mein Peak-Peak. Und ich weiß den Support sehr zu schätzen. Ich stehe hinter dir, so oder so sind wir stolz auf dich. Das weiß ich sehr zu schätzen, deswegen vielen, vielen Dank. Und du hast sie doch schon so gut gewonnen nach deinem letzten unmöglichen Kampf. Stimmt, ich habe gesagt, wenn ich diesen einen Kampf gewinne, in einem Stream, dann werde ich Worlds gewinnen. Und das war wirklich so ein Kampf, da dachte ich, das habe ich verloren. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich öfter habe. Momente, wo ich denke, ich habe einen Kampf verloren und dann sehe ich plötzlich doch noch einen Weg und deswegen spiele ich auch bis zum Ende dann in solchen Situationen. Aber manchmal darf ich es auch nicht zu früh aufgeben, wobei ich das Gefühl habe, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe verloren, dann gehe ich trotzdem noch für meinen besten Weg und manchmal ist es, glaube ich, sogar gut, dass ich dann denke, dass ich verliere, aber quasi dadurch dann gewisse Risiken nochmal eingehe, die man eingehen muss, um dann zu gewinnen. Weil man sich so denkt, ja, es ist wahrscheinlich eh verloren. Und dann mache ich das jetzt einfach. Und wenn es aufgeht, habe ich vielleicht auch eine geringe Chance. Und wenn nicht, dann habe ich ja eh verloren. So. Ist, glaube ich, wichtig. Manchmal quasi nicht mehr an den Sieg zu glauben. Zumindest für mich. Aber prinzipiell ist es schon wichtig, auch immer natürlich an den Sieg zu glauben.